So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen. Wir haben heute wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Wir haben heute auch einen Stargast, der steht nämlich hier, den seht ihr nicht. Ihr seht nur so ein Stück, das ist nämlich hier, ne? Da steht die Mama. Die wollte nämlich mal unbedingt, hat sie gesagt, was, Likör? Her damit, ne? Habe ich gesagt, Moment, ich muss das erst testen in dem Video. Jetzt hat sie sich, damit sie unbekannt bleibt, unerkannt bleibt, obwohl sie schon in diversen Videos zu sehen war, hier aufs Fensterbrett gesetzt. Und wir wollen euch heute mal zeigen, was wir wieder Leckeres gefunden haben. Den habe ich nämlich im Rewe Sender gefunden. Einen Likör der Spitzenklasse. Der ist von der Firma Laumers und ist Käsekuchen. Esst ihr gern Käsekuchen? Ich eigentlich nicht. Ich finde ihn sehr aufdringlich und pervers. Das ist aber Laumers Käsekuchen-Likör. Es steht zwar nicht explizit nochmal unten Likör drunter, aber es ist halt ein Likör. Geschmack Käsekuchen. Was mich ein bisschen verwirrt, hier steht noch das Original 2014. Hier ist ein Goldbart. Ja, wir können hier hinten nochmal lesen. Laumers Schwabach 0,5 Liter, 12%. Laumers Käsekuchen. Und so einfach geht's. Das ist jetzt das, was wir nicht beachten können, was wir so nicht nachmachen können. Und so einfach geht's. Brauner Zucker und Zitrone plus ab in den Mund plus Schott hinterher ist gleich 100% Käsekuchen. Was hat bitteschön Zitrone, brauner Zucker direkt mit Käse? Schmeckt Käsekuchen nach Zitrone eigentlich nicht, oder? Und ist jetzt, wenn ihr hier irgendeinen Geschmack habt, den ihr zusammen mit braunem Zucker und Zitrone mischt, dass ihr dann einfach Käsekuchengeschmack habt, eigentlich müsste der ja ohne irgendwas schon nach Käsekuchen schmecken. Wie das ist, dass man, wenn man Käsekuchen jetzt trinkt, das erfahren wir gleich. Ich mach den jetzt erstmal auf. Der ist nämlich noch ganz zu. Gut, ich schaff's nicht, den aufzumachen. Doch jetzt. Hä? Eben hat sich alles mitgedreht. Da klebt einfach alles an der Flasche. Ja, der riecht auf jeden Fall sehr aufdringlich. Das erinnert mich ein bisschen an das Dosmars Haselnuss. Einfach richtig heftig süß. Willst du mal riechen? Ihhh, dabei isst sie doch gerne Käsekuchen. Ich habe mir gedacht, den werden wir jetzt mal probieren. Und für den Fall der Fälle habe ich mir extra eine richtig billige Ja-Cola besorgt mit Zero, damit ich mir vielleicht die Woche über immer mal einen Drink machen kann, gemütlich, damit man den nicht wegschüttet, damit man den vielleicht trinken kann. Jetzt werde ich den hier einfüllen. Der riecht wie Sirup einfach. Richtig dicker, fetter Sirup. Da brauner Zucker dabei, da Zitrone, damit ihr Käsekuchengeschmack habt. Ich glaube, das ist einfach so, wie es jetzt schon ist, einfach richtig abartig. Adi hüpft wieder von Schrank zu Schrank. Ich werde den jetzt mal hier voll machen. So, einmal hingestellt. Einmal hier rüber, den Bottich. Laumers Käsekuchen. Da sind die zwei Gläschen. Hier gebe ich dir mal das. Das ist ein Simpsons-Glas. Da kannst du jetzt mal einen Shot trinken und mir dann sagen, wie dir das schmeckt. Wo ist der denn hier vorne? Seht ihr den Homer? Der steht hier vorne. Dann Prost! Bruce. Oder guten Hunger oder wie auch immer. Mal gucken, was der kann. Ja. Schmeckt weihnachtlich. Schmeckt weihnachtlich. Ich muss sagen, ist milder als ich dachte. Man merkt ein ganz kleines bisschen ein Brennen im Rachen, aber irgendwie ist das eigentlich ganz angenehm. Das ist was, das müsst ihr gar nicht mischen. Also ich glaube, wenn ihr das jetzt mit Cola mischt, wäre das wieder voll die Verschwendung. Das ist was, wo du zwischendurch einfach mal einen kleinen so trinken kannst. Klingt komisch, Käsekuchenlikör, aber hat eigentlich einen angenehmen Geschmack, muss ich sagen. Bin ich positiv überrascht. Ich möchte trotzdem nochmal einen Shot machen mit Cola zusammen. Willst du es auch mal gemischt probieren? Ja, gut. Schenke ich es dir mal ein. Es passt ja eh nicht viel hier in das Glas. Dass man die Hälfte Cola hat. Das ist nicht die Hälfte, höre ich da aus der Regie. Okay. Dann machen wir das jetzt anders. Nee, lass uns schon. Weil vielleicht kann man da nämlich ein
ein neues Kult-Mixgetränk heranzüchten. Wenn wir den jetzt auffüllen wieder mit Käse. Also ganz klar muss ich sagen, es ist jetzt nichts, was ich als Erfrischungsgetränk zu mir nehmen würde. Denn irgendwie Käsekuchen ist sehr aufdringlich, liegt schwer im Magen. Der wirkt auch so, wie wenn ihr jetzt eine Flasche trinkt, dass ihr euch gleich übergebt. Das ist so ein richtiger Pframpf, ne? Was? Adi hat eine Spinne entdeckt. Die hängt da oben. Adi sitzt auf dem Schrank und sucht die Spinnen. Hey, wieso sehe ich den hier? Ach so, doch, da hinten. Das ist hier ein kleiner Bildschirm, da sieht man nichts. So, jetzt habe ich dir hier einen Cola-Käsekuchen gesöfft, zusammengebraut. Mal gucken, wie das schmeckt, ob das jetzt besser ist. Vielleicht durch die gekühlte Cola noch ein bisschen erfrischender, durch die Kohlensäure noch ein bisschen erfrischender. Oder ob es jetzt richtig eklig ist. Davor war es, wie gesagt, ganz okay. Ich schmecke nur Cola. Oh, die Mama schmeckt nur Cola. Ich glaube, das größte Problem, was ist, der stand halt die ganze Zeit draußen. Ich habe den eben eine Sekunde im Kühlschrank gehabt. Das merkt man halt. Der wirkt trotzdem irgendwie dickflüssig wie Sirup beim Trinken, obwohl der eigentlich flüssig ist. Schmeckt halt auch sehr süß. Ist sehr süß. Jetzt habe ich die Cola extra Zero genommen, aber selbst Cola Zero schmeckt ja meistens einfach richtig heftig nach Süßstoff, weil da kein richtiger Zucker dran ist, sondern irgendwelche künstliche also, Süße. Das empfiehlt sich nicht, dass, wenn du das mischt. Mama sagt also mischen, nein, ich sage... Wenn man mal sowas blank trinkt hier, dann halt wirklich nur mal einen und Weihnachten. Nur eine Flasche an Weihnachten. Nein, du. Ein Gläschen mal an Weihnachten, ja. Hat jeder wieder einen anderen Geschmack, wie man sieht. Den ich fand, der erste lag schwerer im Magen als jetzt der zweite mit der Cola gemischt. Und der zweite war auch erfrischender, weil die Cola wenigstens kühl ist. Trotzdem wird es dadurch noch süßer. Also wenn ihr irgendwas für zwischendurch mal am besten ihr macht, Cola, Käsekuchenlikör und oben dann noch Whisky. Dann habt ihr das wieder, da ist das Süße wieder ein Stück weg. Dann knallt es euch nochmal ordentlich hinter die... wisst ihr auf jeden Fall Bescheid. Wenn ihr das auch mal testen wollt, guckt mal im Rewe, stand er an der Stirnseite irgendwo, da war auch, ich glaube, da war sogar beim, stand da Weihnachtsbier von Oettinger, jetzt noch. Da standen diverse Liköre und Biersorten in ganz anderen Flaschen, die sonst nicht im Sortiment mit dabei sind. Vielleicht ist das auch noch ein Überbleibsel gewesen, so aus der Weihnachtssaison. Ich sehe, glaube ich, hier ansonsten nichts. Ist ein Datum oder irgendwas? Egal. Weihnachtlich. Ein Käsekuchen zum Trinken. Wer wollte das nicht schon immer mal haben? Wenn ihr den auch schon mal gesehen habt, schreibt es mal rein. Wenn ihr den auch mal probieren wollen würdet, schreibt es mal rein. Schade, dass Hannes schon weg ist. Der hätte bestimmt auch gerne mal probiert. Wenn ihr noch andere Liköre kennt, die speziell sind, was ist der perverseste oder interessanteste Likör, den ihr schon mal gesehen habt, egal ob ihr den gekauft habt oder getestet habt oder probiert habt, was kennt ihr so? Ich finde, das ist schon sehr speziell, Käsekuchen, Likör. Das war es aber jetzt von meiner Seite aus. Danke Mama fürs Probieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Spießhaut, Peace out, Vorhaut, euer Ramses und euer Adi, der immer noch auf dem Schrank ist und irgendwie versucht, die Spinnen irgendwie umzubringen. Adi, was machst du da? Adi! Adi, nein! Er ist verwirrt. Wo? Wo ist denn Spinn? Oh, eine Schlange! Gut, das war's jetzt aber wirklich.